Direkt am historischen Bahnhof von Hua Hin, 200 Kilometer südlich von Bangkok, liegt Thailands ältester Golfplatz. Unser Golfjournal-Experte Sebastian Buro hat sich auf die historischen Spuren des Kurses begeben. Hinter dem Royal Hua Hin Golf Course steht eine sehr schöne Geschichte. Die Frau des Königs damals, 1924, war eine begeisterte Golferin, wollte eben hier Golf spielen, hat den Auftrag gegeben an einen schottischen Eisenbahningenieur, dass hier ein Golfplatz gebaut wird. Und der ist auch immer noch im Besitz der Eisenbahn und wird von den Locals auch Railroad Golf Course genannt. Und dieser Railroad Golf Course besticht schon auf den ersten Bahnen durch sein altehrwürdiges Ambiente. Der eingewachsene, jahrzehntealte Baumbestand prägt die Kulisse und wird an einigen Löchern zu einem nicht zu unterschätzenden Hindernis. Bahn 3 tut sich hierbei als besonderes Schmuckstück hervor. Die Nummer 3 ist das schönste Loch, es ist das schwerste Loch und sie bezeichnen es hier auch als das Signature Hole. Es ist ein Dogleg nach rechts, das liegt mir besonders gut, also ist auch mein persönliches Lieblingsloch auf dem Platz. Und bei 130 Metern muss man um einen dieser markanten, riesig ausladenden Chumanji-Bäume spielen. Das ist ein bisschen tricky für Leute, die kürzer spielen. Wer das natürliche Hindernis mit der nötigen Präzision meistert, hat beim zweiten Schlag die Möglichkeit, mit einem mittellangen Eisen das Grün anzugreifen. Bei 240 Metern ungefähr dann kommt ein Dogleg nach rechts, mag ich gern. Ich spiele eh einen leichten Fade eigentlich immer und dann geht's bergauf. Also wenn ich einen guten Abschlag habe, kann ich mit dem zweiten Schlag auch aufs Grün kommen. Das finde ich eigentlich immer ganz gut, wenn man ein paar Fünf hat, was schwer ist, aber wo man die Chance haben kann auf ein Birdie. Diese Chance auf Bahn 3 des Royal Hua Hin Golfkurses muss sich unser Experte aber erst noch hart erarbeiten. Die Befreiung aus dem Bunker glückt und der Weg zum Birdie auf dem 490 Meter langen Par 5 ist geebnet. Zur Erholung geht es danach mit einem Par 3 weiter. 142 Meter misst die vierte Spielbahn und hier zeigt sich einmal mehr die imposante Kulisse zwischen alten Bäumen und bewachsenen Felsen. Über die Sommermonate bietet Thailands ältester Kurs Touristen wie Einheimischen ein ganz besonderes Angebot. Für 800 Baht, also knapp 18 Euro, kann man auf die Runde gehen. Ein Preis, der auch in Thailand seinesgleichen sucht. Doch nicht nur der Geldbeutel wird in Hua Hin geschont, auch ums Handicap muss man sich eher geringe Sorgen machen. Mit gut 6100 Metern ist der Kurs insgesamt schon recht kurz, was für Hobbygolfer nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Und auch Wasserhindernisse sucht man auf dem Royal Hua Hin Golf Course vergebens. Da sich auch die Zahl der Bunker mit 56 in einem überschaubaren Rahmen bewegt, sind es vor allem die großen, ausladenden Bäume, die sich zwischen den Spieler und einem guten Score stellen. Für unsere Bewertung spielt neben dem Anspruch des Platzes natürlich auch der Zustand von Fairways und Grüns eine Rolle. Der Zustand der 18 Löcher ist richtig gut, sehr in Ordnung. Die Grüns sehen sehr gut aus. Sie sind nicht die schnellsten, aber sie sind onduliert und dadurch kann der Ball bergab schon mal ziemlich weit abhauen. Die Fairways sind sehr breit, der Platz spielt sich nicht sehr lang, er ist ziemlich fair und es gibt kein einziges Wasserhindernis und nur relativ wenig Bunker und somit ist er relativ leicht zu spielen, sage ich mal. Der Kurs gehört also nicht zu den anspruchsvollsten, bietet aber dennoch Golfvergnügen für jedes Spiellevel. Ein Wettkampfplatz, auf dem jeder ein geeignetes Tee finden wird, um auf eine entspannte Urlaubsrunde zu gehen. Wer also von Bangkok nach Süden aufbricht auf der Suche nach breiten Fairways, der wird in Hua Hin fündig. Thailands ältester Golfplatz verliert in unserer Wertung in der Kategorie Anspruch und auch beim Service, da die Übungsmöglichkeiten recht spärlich ausfallen. Er punktet aber bei Design, Zustand und Kulisse. Insgesamt erreicht der Kurs einen Score von 69 Punkten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist mit einem Index von 1,86 überdurchschnittlich gut. Darf ich vorstellen, Martin Keimer, 29 Jahre aus Mettmann, Deutschlands bester Golfprofi. Vor knapp 4 Jahren hat er sein erstes Major gewonnen, die PGA Championship. Vor 2 Wochen mit der US Open sein zweites. Damit hat sich Martin Keimer im Kreise der ganz Großen etabliert. Neben 20 Turniersiegen in aller Welt hat er zudem zweimal den Ryder Cup mit dem Team Europa gewonnen.
Aktuell wird er in der Weltrangliste